Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder ein neues Erklärvideo zum Thema Beckenendlage in der Schwangerschaft. Welche Risiken gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, vielleicht das Kind zu wenden und meine persönliche Erfahrung. Jawohl, bleibt dran! Ihr Lieben, hinter mir seht ihr eine Darstellung der möglichen Sitzposition der Beckenendlage. Das ist eine Beckenendlage, das heißt, das Kind sitzt mit dem Popo nach unten und anstatt in Schädellage mit dem Kopf nach unten. Also so spätestens in der 34. Schwangerschaftswoche sollte das Kind doch mal mittlerweile unten liegen, ja, und sich dann langsam in das tiefe Becken einnisten sozusagen, damit es sich auch den Weg nach außen bahnen kann, wenn es denn soweit ist in der 40. Schwangerschaftswoche. Bei mir war das auch genau so, ihr Lieben. Der kleine Mann, der Noah, der saß genau wie dieses Kind hier im Beispiel mit den Füßen direkt vor dem Gesicht. Das heißt, auch beim Ultraschall konnten wir den kleinen Mann nie erkennen. Und das ist dann auch für die Mütter ziemlich unangenehm. Denn mit zunehmender Schwangerschaft nimmt das Kind ja auch an Gewicht zu und dementsprechend verdrängt es immer mehr das Fruchtwasser und dann wird es ein bisschen eng und die Nächte werden auch zum Ende hin etwas schlafloser. Des Weiteren gibt es noch so eine Sitzposition, das heißt in der Hocke, die Füßchen, die Knie angewinkelt oder auch hier ganz rechts. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Da ist es auch auf jeden Fall hingehockt und die Knie sind leicht angezogen. Alles etwas unangenehm und das Ganze erschwert natürlich auch eine Spontangeburt. Eine Spontangeburt ist ja das, worauf wir Mütter in der Schwangerschaft natürlich hinarbeiten, denn ja, ein Kaiserschnitt hat natürlich Vor- und Nachteile, aber man möchte natürlich der Natur den Vorrang geben und dem Kind den natürlichen Weg nach außen bahnen. Und ja, und da kommen natürlich sehr viele Möglichkeiten ins Spiel. Was kann man tun bei einer Beckenendlage? Ich habe zum Beispiel eine sehr sanfte Methode ausprobiert, das ist das Moxen an sich. Ich erkläre euch das jetzt mal. Das ist hier kein Stift, sondern das ist ein getrockneter Beifuß, eine getrocknete Beifußzigarre, so nennt man das. Ihr sprecht dann einfach eure Hebamme an. Die meisten Hebammen kennen das und führen das auch durch. Die werden dann einfach an einem Feuerzeug erhitzt, wie bei einer Zigarre auch. Die Hebamme sorgt dafür, dass ihr euch wohlfühlt, harmonisch ist und hält an beiden Seiten des Zehes jeweils diese Zigarette an. Für ein paar Minuten. Der Blasenmeridian im Körper soll angeregt werden, die Energiebahn soll Impulse bekommen und es soll im Körper eine Wärme stattfinden, dass das Kind sich dreht. Ich fand es am Anfang ein bisschen zu spirituell und auch ein bisschen Hokuspokus. Ich bin da nicht ganz so ein Fan von, aber ich dachte mir, komm, Beckenendlage, ich möchte das nicht und ich probiere das einfach mal aus. Es ist sanft, es tut keinem weh und wir probieren das aus. Bei den meisten ist es aber doch tatsächlich der Fall, dass es sich tatsächlich auch schon direkt beim Moxen, dass das Kind sich anfängt zu bewegen und ja, mit etwas Glück, da dreht es sich dann auch in die richtige Richtung nach unten. Ja, ich war in der 34., 35. Schwangerschaftswoche bei meiner Hebamme, habe das durchgeführt, es hat leider nichts gebracht. So, dann habe ich gedacht, was kann ich denn noch tun? Dann habe ich gelesen von der indischen Brücke, dazu komme ich jetzt. Ja, das ist die indische Brücke auf Kopf, die gibt es aber auch noch andersherum. Das heißt, ihr legt euch auf den Rücken und die Beine sind höher gelagert als der Kopf. Und hier seht ihr das praktisch, da liegt die Frau mit den Knien auf der Couch und mit dem Kopf nach unten. Warum soll das so gemacht werden? Einfach, damit das Kind sich aus dem Becken oben lockert. Weil manchmal liegen die Kinder doch sowas von verzwickt im Becken, dann sitzen die so verkeilt, teilweise die Beine im Schneidersitz und die kommen selbstständig gar nicht raus. Und durch diese Position schafft ihr Raum im Becken und das Kind löst sich aus dem Becken heraus und hat so die Möglichkeit, durch den Platz, den ihr dem Kind geboten habt, sich vielleicht zu drehen. Diese Art der Wendung wird gerne angewendet, weil es ist einfach durchzuführen, es kann jede Frau alleine zu Hause, aber man sollte eigentlich nichts alleine durchführen, schon mal gar nicht in der 34., 35. Schwangerschaftswoche, denn man kann dadurch auch ein paar Wehen auslösen.
und in dieser Position, ich hätte das zum Beispiel nicht machen können, weil einfach ich einen sehr niedrigen Blutdruck hatte in der Schwangerschaft und da wäre mir total schlecht geworden. Wenn ihr sowas macht, dann immer in Begleitung mit der Hebamme. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr euch so auf den Rücken legt, euer Steißbeinbereich, den Popobereich ein bisschen stützt, je nachdem, ob ihr zum Hohlkreuz neigt oder nicht. Also ich hatte schon ein starkes Hohlkreuz in der Schwangerschaft. Die Beine oben hochlagern in Stufenposition. Ihr könnt aber noch teilweise das Becken heben, dass ihr praktisch eine schiefe Ebene bildet und das ist dann die indische Brücke. Vielen Frauen wird davon auch sehr schlecht. Also für mich auf jeden Fall wäre das nichts gewesen. Ich habe mich auch da gar nicht rangetraut. Das war mir dann doch ein bisschen zu heikel. Das ist der Vierfüßlerstand. Den habe ich sowieso sehr, sehr gerne gemacht. Einfach wenn ich Ziehen im Unterbauch hatte oder er zu heftig gestrampelt hat oder ich Rückenschmerzen bekommen habe, da habe ich mich sehr, sehr oft in den Vierfüßlerstand begeben, einfach um den Bauch zu entspannen. Und es hat mich auch entspannt, das war sehr gut. Also es ist eine sehr gern angewendete Methode. Im Yoga wird das auch gerne gemacht, einfach um den Rücken zu entlasten, vor allem die unteren Wirbelkörper. Ja, darin schenkt ihr dem Kind auch ein bisschen mehr Raum und über diese Möglichkeit kann es sich vielleicht auch eventuell drehen. Und die letzte Möglichkeit ist im Grunde ja die äußere Wendung, von der hat man bestimmt schon mal häufig gehört, wird in der Regel in Krankenhäusern durchgeführt. Vorher geht der äußeren Wendung ein CTG voraus und ein Ultraschall, auf jeden Fall mit dem betreuenden Gynäkologen durchführen oder mit der Gynäkologin. Und dann, wenn alles okay ist, dann kann man eine äußere Wendung anwenden, aber ich persönlich habe das nicht gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich sehr viel darüber gelesen habe, mich informiert habe und letztendlich habe ich keine Motivation gehabt, mich der Sache auszusetzen, denn man hört immer wieder von plötzlich eintretenden Wehen, dann hört man immer wieder von plötzlich eintretenden Blutungen, muss man auch nicht haben, man hört auch immer wieder von plötzlichem Blasensprung, muss natürlich auch nicht sein und einfach diese Vorstellung, ich weiß persönlich nicht, ob das stimmt, aber alleine diese Vorstellung, dass der Arzt an meinem Bauch dreht und wendet und immer wieder versucht, das Kind zu drehen, diese Vorstellung hat mich sehr stark abgeschreckt, weil ich denke mir, es ist noch so ein kleines, zartes Wesen in meinem Bauch, geschützt, umhüllt mit Fruchtwasser und diese ganze Bewegung, auch wenn der Arzt sagt, ja, ich mache das vorsichtig, aber in meiner Vorstellung hatte ich immer Angst, er könnte dem Baby die Knochen brechen und einfach gegen die Natur eingreifen. Und dann komme ich auch direkt zum Schlusswort. Ich denke, wenn das Kind in Beckenendlage sitzt, dann hat der liebe Gott das so gewollt, dann hat die Natur das so eingerichtet und die Natur weiß und hat ihre Gründe, warum es jetzt gerade in dem Moment so sitzt. Und bei mir war es tatsächlich so, in der 37., 38. Schwangerschaftswoche hat der kleine Mann sich von selber ganz alleine gedreht. Und ich weiß noch genau den Moment, ich war im Einkaufscenter mit meiner Handtasche unterwegs und ja, und hab gespürt im Einkaufscenter und das hat mich teilweise in die Knie gezwungen, weil das doch schon ein bisschen weh tat. Der hatte sich gedreht. Also ich stand wirklich einen Moment da und habe gedacht so, oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Und dann hat er sich tatsächlich gedreht und beim nächsten Ultraschall in derselben Woche habe ich es dann auch bestätigt bekommen. Und somit stand einer Spontangeburt also nichts im Wege. Dann gibt es die Statistik, die sagt, nur 4-5% der Kinder, die sitzen tatsächlich noch bis zum Schluss in Beckenendlage. Und deswegen, das ist eine Motivation vielleicht an euch da draußen. Glaubt an euch, glaubt an euer Baby und überlasst diese Sache einfach ja, dem lieben Gott und der Natur, dass sie die Sache schon richtet. Vertraut auf eure eigene Intuition, lasst euch von keinem verrückt machen. Ich selber stand schon mit der Überweisung zum Kaiserschnitt, zum Termin in der Hand und das sollte die Besprechung sein für den Kaiserschnitt, als der Arzt den Ultraschall angelegt hat in der 37., 38. Woche, sagte er mir, ja herzlichen Glückwunsch, das Kind hat sich doch gedreht. So. Und ja, ich hoffe da draußen an alle, die vielleicht auch dieses Problem haben, verliert nicht den Mut und ja, ich wünsche euch einfach alles Gute für die Schwangerschaft.